Jeppo, was geht ab, meine Freunde? Ups, ich richte das mal gerade. Willkommen zum letzten Podcast vor dem Start der Wettkampfseason. Heute mal etwas später. Wir haben 11:30 und wir ziehen trotzdem noch durch. Einfach nur, damit ihr auf dem aktuellsten Stand seid. Heute gibt es natürlich ein paar persönliche Gedanken noch. Aber erstmal zu dir, Michael. Du warst bis gerade noch arbeiten. Und morgen früh auch wieder arbeiten. Digga, du bist der andere Hustler, ne? Check. Ich muss. Ich habe noch nicht geschafft wie Rocky, deswegen. Ach, ich muss. Warte. Ich bin auch noch viel am Arbeiten, Mann. Und sonst, was geht bei dir so? Easy. Eigentlich nicht viel. Hatte jetzt letzte Woche Deload. Das heißt, Trainingsstress ein bisschen reduziert, was ganz gut tat. Ja, hohes Arbeitspensum, wie immer, aber ja, da muss man durch. Und jetzt bin ich gespannt auf die Season. Die Season, wo ich treuer Zuschauer sein kann oder Begleiter. Und ich hab Bock, du bist Backstage, du hast diesen, wie heißt der nochmal hier? Coach Pass, ne, hast du? Ja, ich hoffe. Du darfst nicht anpinseln, Backstage. Du darfst mir nochmal mentalen Support geben. Und ja, Digga, das ist halt echt geil, ne? Du bist ja sogar, also du bist jetzt auf jeden Fall auf der Evo dabei. Mhm. Dann ist danach die Europameisterschaft. Da schaust du mal, ob du vielleicht noch für den einen oder anderen Tag vorbeikommst. Ich mache ja da samstags Classic Physik und sonntags Men's Physik. Mhm. Und dann danach die Woche geht schon nach Wien. Und da habe ich auch schon, oder beziehungsweise habe ich schon den Coach Pass auch für dich schon geholt. Genau, das wird auf jeden Fall geil. Ist tatsächlich nicht mehr lang, ne? Also, wie krass, wenn man jetzt hier den Podcast aufnimmt und wirklich, das ist der Podcast vor der ersten Show, wie die Zeit doch verflogen ist. Also ich als, sage ich jetzt mal, nicht Wettkampfteilnehmer, sage ich jetzt mal. Für den ist das vielleicht doch etwas einfacher zu sagen, weil ich mich ja nicht in der Situation befinde, so krasse Struggles zu haben oder den Verlauf zu haben, Körperfett abgeschmissen zu haben, etc. So die Zeit wahrgenommen? Also ging es für dich jetzt auch schnell vorbei, würdest du sagen, das waren schon prägende, lange Diätwochen. Da bin ich schon ein bisschen hin und her gerissen. Also jetzt oder zum aktuellen Stand würde ich schon sagen, das ging so wie ein Schnipser. Hast du noch irgendwie gefühlt, da ging es dir noch richtig gut. Du denkst, wow, easy, gehst in die Diät rein und so. Und dann war plötzlich die Ivo-Sichtung und ab da als wäre es gefühlt vor 2 Wochen gewesen. Aber das war ja vor knapp 2,5 Monaten sogar. Und jetzt quasi auf der finalen Zielgeraden zu sein, die Arbeit, die musste jetzt schon erledigt werden. Und mir war halt bewusst, dass ich früher fertig sein muss, weil ich einfach Back-to-Back-to-Back-Shows habe und da nicht viel gehen muss. Das andere ist natürlich, wenn man jetzt die erste Show, das ist ja meine Main-Show auch, oder das sind alles Main-Shows. Klar hätte ich einen Warm-Up mitnehmen können, aber wollte mich halt komplett fokussieren, weil bei dem Warm-Up hat man natürlich wieder ein paar Tage, die man dann durchs Laden verliert etc. Zeittechnisch hätte es gepasst, aber irgendwie wollte ich so einen Tunnelblick auf der Evo so als Startwettkampf, gefühlt, lass mich nicht lügen, bestimmt so 20 Leute, die jetzt nur von mir am Start sind. Da wollte ich einfach so ein großes Feuerwerk zünden. Und da weiß ich gar nicht, so gedankentechnisch, weil mir schreiben ja auch einige, ey Rocky, bist du nervös? Wie fühlst du dich? Nun, nervös bin ich nicht, muss ich zugeben, weil ich einfach, wie ich im letzten YouTube-Video schon gesagt habe, einfach nur Lust habe, endlich
auf die Bühne zu gehen und meine Bestform euch da draußen zu präsentieren. Und nervös war ich, glaube ich, noch nie vor einem Wettkampf, auch schon damals nicht, weil, also keine Ahnung, kann ich vielleicht gar nicht sagen. Man ist jetzt vielleicht auch ein bisschen besser vorbereitet als damals. Und wie gesagt, damals war ich auch nie wirklich nervös. Und man weiß, dass die Form sitzt. Also ich kann halt einfach nicht mehr machen, als jetzt noch das gute Carbs reinzuschieben, gucken, dass ich gut prall bin. Aber dann ist es halt alles schon, also ich, in meine Händen kann ich, also weißt du, ich meine, von meiner Seite kann ich einfach nichts mehr machen. Voll, voll. Und ich glaube, klar, die Nervosität kann man nicht immer so krass beeinflussen. Aber ich denke, wenn du da sehr gelassen an die Sache rangehst und nicht nervös bist oder wenig aufgeregt, sage ich jetzt mal, ist das auch immer so ein gutes Zeichen oder ein guter Ansatz, ne, den man da fahren kann. Also ist immer das Beste, da bist du so klar im Kopf, ne, weißt, was zu tun ist. Kann natürlich jetzt auch sein, dass ich dann kurz bevor es losgeht, Backstage erst realisiere, Digga, da sind ja 3000 Zuschauer. Ist ja ausverkauft, ja. Das wird der mit Abstand der allergrößte Wettkampf in meiner Karriere bis jetzt. Keine Sorge, ich sag dir, wann du deinen Booster trinken sollst und Wasser nehmen sollst, okay? Ach, das war ein kleiner Insider. Die Planung habe ich jetzt schon auch schon hinter mich gebracht. Ich werde morgen die letzten Besorgungen machen. Hatte mir auch schon Gedanken gemacht, dass ich jetzt einfach geradeaus mitteilen möchte, dass besonders in dieser Prep, man nimmt ja aus jeder Prep was mit, und besonders in dieser Prep, ich kann wirklich nicht sagen, woran es lag. Ich bin ein Typ Mensch, zumindest damals, der recht wenig Emotionen zeigt, so. Und da war doch auch vor kurzem, noch letzte Woche und ein paar Mal während der gesamten Wettkampfvorbereitung waren da schon so krass emotionale Momente. Und da fragt man sich manchmal, oder da frage ich mich, Alter, wo kommt das her? Zum Beispiel, ich war letzte Woche auf dem Weg nach Niederzieher. Also ich war ja für meinen Leg Day immer nach so eine halbe Stunde weg. Und auf der Autobahn, ich weiß nicht mehr, da lief irgendwie so ein Song. Und dann ging es voll in mein Herz rein und dann, Digga, das klingt jetzt vielleicht komisch, ne? Du bist gerade so im Modus, Wettkampfvorbereitung, die letzten Wochen, alles nagt an dir. Und du könntest, du bekommst einfach so Tränen in den Augen, und du könntest einfach weinen, wenn du willst, weißt du, ich meine? Da musst du dich voll kontrollieren. Und ja. Wo kommt das her? Also hattest du auch schon mal so Erscheinungen in deiner Prep, dass du von jetzt auf gleich so krass emotional wirst? Boah. Ja, ich glaube, also ich kann es mir vorstellen. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man zum einen recht emotionslos ist, also richtig krass emotionslos. Ja, das auf jeden Fall. Weil über einen Tag, hier, also so war es bei mir, ich war einkaufen so und klar, du freust dich auf dein Essen, aber auf alles andere freust du dich nicht. Und du arbeitest einfach stumpf alles ab wie ein Roboter. So. Und Roboter auch sehr stark emotionslos, ne? Und dann, glaube ich, es staut sich alles von den Emotionen her, so, oder es sammelt sich ein bisschen. Und dann kommt das alles in irgendeinem Moment rausgeschossen. Also bei mir war es so, dass ich dann so meistens so im Training oder wenn ein Training geschafft wurde oder beim Posing so ein bisschen Gänsehaut bekommen habe. Keine Ahnung, für den Fleiß, den ich mir erarbeitet habe irgendwo, wo du denkst so, boah, du hast durchgezogen, so, du hast noch einen Tag geschafft oder. Und dass du so eine Erleichterung oder so Freude, alles. Also ich kann es auch nicht beschreiben, ich weiß aber ganz genau, was du meinst. Da kommt alles so in einem hoch, ein bisschen, ja. Aber dann auch in vielen Situationen oder in eine Menge der Zeit in der Prep, wo man einfach richtig abgestumpft ist. Richtig so,
keine Ahnung, wenn dir nochmal Kalorien gestrichen wurden oder sowas, dir das einfach scheißegal ist oder du wieder hungerst oder so, ne, und du das einfach nur ganz stumpf wegignorierst, wegarbeitest. Ja, ich glaube, das ist so eine Kombi aus beiden Sachen. Tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Aber da, wo du es erwähnt hast, mit der, dass einem alles scheißegal ist, also mir ist ja auch grundsätzlich vieles egal. Und jetzt mit der, je weiter die Wettkampfvorbereitung fortgeschritten ist, desto egaler werden mir halt einfach ganz, ganz viele Sachen. Es juckt dann einfach nicht mehr, wo du vorher dachtest, Alter, das war dir doch damals voll wichtig und jetzt so, Digga, irgendwie, ich muss irgendwie auf meinen eigenen Arsch gucken, ich muss gucken, wie ich überlebe, ich muss gucken, dass ich nicht sterbe, so. Genau, die Kalorien und, sinnvoll einsetzen, ja, ist die so. Energie, safe. Genau, die Energie, auch sogar Gedankengänge. Die kosten ja auch voll Energie und dann befasst du dich nicht mehr mit Dingen, die dich einfach nicht an dein Ziel bringen, so gesehen, ne? Und ja, das, wie gesagt, das wollte ich einfach nur mal erwähnen und dass es halt eben manchmal sehr emotional ist und jeder, der sich jetzt da draußen denkt, Alter, was ist mit dem los, der ist ein bisschen auf Diät und so, niemand kann das nachvollziehen, der nicht in dieser Situation gewesen ist. Keiner. Glaubt es mir, macht mal eine Diät. Ihr müsst ja nicht auf die Bühne gehen, aber hungert euch mal so auf 6% runter. Guckt, dass ihr euren Alltag noch geschissen bekommt und dass ihr immer noch bis an eure Grenzen trainiert, sogar darüber hinaus. Und dann schreibt mir noch mal, wie es euch gegangen ist, ob ihr das dann nachvollziehen könnt. Ne? Und noch ein weiteres Learning aus dieser Wettkampfvorbereitung ist, dass man sich nicht mit anderen vergleichen sollte und auch nicht kann. Das ist mir bewusst geworden, weil ich bin ja jetzt zum Beispiel, ich wollte ja unbedingt diese Querstreifen in den Quads freischalten. Habe ich jetzt sogar geschafft auf der rechten Seite, aber bis vor einer Woche dachte ich mir, Alter, ich bin doch schon so gut wie bühnenready. Aber das gibt dann einfach manchmal die Genetik nicht her. Klar kann man sagen, mehr Muskulatur und so, aber es gibt ja sehr, sehr viele, auch sag mal Olympiathleten, die haben nicht mal Streifen im Trizeps, die haben nicht mal Streifen in Quads und die haben mehr als genug Muskulatur. Und das muss einem ja erstmal bewusst werden, dass man manchmal Dinge nicht beeinflussen kann. Klar sieht das vielleicht krasser aus und macht anscheinend auch immer so eine Optik aus, dass jemand wirklich hart ist und wenig Körperfett hat. Aber wenn du einfach die nicht hast, genetisch bedingt, dann lohnt es sich auch nicht, sich darüber abzufacken. Ne? Voll, voll. Und ich würde jetzt auch sagen, es ist generell ein Prozess wie bei dir. Ich will nicht was vergleiche, deine erste Wettkampfseason, die Form zu der jetzigen, ne, dass du auch von Jahr zu Jahr oder von Season zu Season mehr und vor allem neue Details freigeschaltet, ne? Ja, dass das eventuell in Zukunft nochmal kommt, ja, wenn man sich da nochmal reindrückt, etwas, ja, auch mit mehr Muskulatur und. Aber da stimme ich dir auch voll zu, dass nicht, dass es auch genetisch einfach eine Blockade ist, die man ja nicht überwinden kann. Safe. Aber wer weiß, wenn deine Quads die nächsten 2 Jahre nochmal geistkrank priorisiert werden, dann wird dann einfach Streifen auf den Streifen. Oh, das sieht halt schon sick aus, ne? Ja. Ja, Mann. Sonst gab es heute eine kleine Planänderung, hatte ich ja eben schon in der Story erwähnt, dass ich wollte ursprünglich 3 Tage laden. Aber ich war halt einfach im Gym eben noch zu full. So dass ich möchte kein Risiko eingehen. Ne? Ich habe halt generell immer noch den vollen, runden Look und es war ja von vornherein sinnvoll, dann zu sagen, ey, du gehst mit den Kalorien nicht ganz so weit runter, ich plane mir viel mehr Zeit ein für die ganze Diät, um die ganzen Diet Breaks, alles von Anfang bis jetzt phänomenal, Planung super. Klar, es heißt nicht, dass man da nicht leidet, ab einem gewissen Körperfettanteil hat jeder den Struggle, unabhängig davon, wie viel man isst. Und Leute schreiben mir, Rocky, wie kannst du noch abends Pizza essen? Wie kannst du noch so viel essen? Leute, es sieht zwar viel aus und 2.500 Kalorien sind vielleicht für den einen oder anderen viel, aber
Ich habe erstmal einen viel längeren Zeitraum als die meisten, wo ich quasi die ganze Diät gestartet habe oder eingeplant habe und ab dem Körperfettanteil, ich würde sagen, ich bin safe, so mindestens 6, wenn nicht sogar drunter. Da ist egal, wie viel du isst, du hast immer Hunger, die ganze Zeit. Ich habe eben gerade ein 1,4 weggedrückt. Mhm. Hey, Digga, ich könnte die ganze Zeit weiter essen. Es ist immer noch ein Struggle. Es ist voll. Also, und wenn man jetzt bedenkt, ne, dass das jetzt noch die Wochen weitergeht, noch 1,5 Monate, Digga. Das ist krass, ja. Wie du schon richtig sagtest, ne? Zwei Leute mit einem niedrigen Körperfettanteil. Ich sag mal, alles unter 10, 8, 9, sowas Prozent, ne? Beide fahren ein Defizit, keine Ahnung, 300, 400, 500, 600, ne? Der eine isst 1500 Kalorien, der andere isst 2500 Kalorien, beide werden hungern. Also beide werden den gleichen Hunger spüren, ne? Bei dem gleichen KFA, bei dem gleich hohen Defizit, so. Da spielt es keine Rolle, ne? Klar darf der eine vielleicht von der Lebensmittelauswahl ist der da vielleicht flexibler, ja, als der andere, was Sinn macht, aber beide fahren den gleichen Hunger, so, ne? Weil beide im Defizit sind mit einem niedrigen Körperfettanteil, das dürfen die Leute nicht vergessen, ne? Und da, wie du schon sagtest, da frisst man, oder da könnte man eh gut was weghauen an Essen, ja, und man hungert einfach so oder so, ja, safe. Glücklicherweise ist der obere Rücken, also mein letztes sichtbares Fett im Oberkörper zumindest, gut frei geworden. Ich hatte jetzt auch im letzten YouTube-Video ganz zum Schluss mal ein paar Shots eingeblendet, zumindest ein Doppelbizeps. Das gefällt mir soweit ganz, ganz gut. Ja, in der Men's Physique wird ja in diesem Jahr auf der ANBF sowieso immer, aber auch auf der Europameisterschaft, weil die international ist, ein paar Muskelposen werden dort gezeigt. Mach mich mal gespannt, wie das Ganze dann wirkt. Und dir hatte ich ein Foto auch geschickt. Wann war das? War das heute? Das war heute, ja. Wo ich oben im Bad mal kurz einen Glutflex gemacht habe. Wie würdest du den Leuten das beschreiben, wie die Form ist? Die Form. Rocky ist einfach am Start, würde ich einfach sagen. Nee, der Glut. Speziell war der Glut war einfach hart, so, ne? Saß lean aus, ja. Also auch der Backshot, so, waren schon so neue Details, die ich da gesehen habe. Und ja, jetzt müssen wir das Paket nur noch so recht voll mit so vielen Details wie möglich auf die Bühne bringen und dann. Muss ich sagen, es ist jetzt sowieso schon klar, dass du die beste Form deines Lebens hast bis jetzt, ne? Also das beste Package von der Muskulatur her, von der Symmetrie, von der Linie noch so, ne? Ja, und dann bin ich gespannt, was an dem ersten Wochenende, wie es auf der Bühne auch schaut, safe, ne? Aber du bist ready. Würde ich sagen, also es ist jetzt kein Rush mehr nötig, wo man sagt so, boah, ich muss jetzt nochmal durchziehen, so die letzte Woche sind noch geistkrank wichtig, sondern bis jetzt wurde die Arbeit erledigt, von Anfang bis Ende und man ist erstmal gut angekommen, jetzt müssen wir das nochmal gut zu Ende bringen. Mhm. Safe, also ich werde vielleicht so one day out, also am Freitag, vielleicht mal so einen Backshot machen für Instagram, damit ihr alle mal seht, wie die Form dann eben ist mit dem Glut. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie zensiere oder ob ich mir eine Unterhose anziehe und die halt ein bisschen höher ziehe. Nicht, dass jeder meinen. Aber mir ist es halt egal, weil das ist halt Bodybuilding. Die Leute, die in der Materie sind, die denken sich nicht, boah, das ist irgendwie so ein Arsch oder so, was macht der sexistisch oder so. Die Leute denken sich krass so. Glutstreifen voll am Start. Und wie gesagt, das ist halt so voll, wir sind halt voll in der Bubble.
Ich kann ja auch voll nachvollziehen, wenn Leute sagen, ey, das sieht voll ekelhaft aus und so. Natürlich, Digga, mich macht das auch nicht an, wenn ich jetzt irgendwie so einen blutgestreiften Arsch sehe. Aber ich denke mir, Digga, Respekt. Geil, dass man diese Form erreicht hat und so. Ja, schauen wir mal. Was hast du eigentlich für Erwartungen am Samstag? Vom gesamten Tag, von meiner Performance, von Placing, von... Keine Ahnung, kannst einfach mal deine Gedanken äußern. Boah. Ist eine krasse Frage, ist eine gute Frage. Also in erster Linie freue ich mich auf eine geile Show. Ja. Also wenn das da anknüpft, was die Evo Classic letztes Jahr geleistet hat, wäre das schon sehr nice. Ja. Wenn ihr noch einen drauflegt mit dem Feedback, was die Zuschauer oder generell, was man nach dem Wettkampf gegeben hat, da ja, dass ihre allererste Show war, sage ich jetzt mal, dass da noch Kleinigkeiten verbessert wurden oder werden. Dass das Gesamtbild für die Athleten als auch für die Zuschauer cool wird. Ja, darauf freue ich mich. Generell krasse Athleten, krasse Battles auf der Bühne zu sehen. Boah, Alter, das Line-Up, ne? Ja. Ich meine jetzt, glaube ich, in jeder Klasse. Das ist top-notch. Man kann davon ausgehen, dass zumindest die Top 3 in jeder Klasse alle Profiniveau haben. Mhm. Davon kann man schon fest ausgehen. Also wer da vor Ort ist, das ist Natural Bodybuilding auf höchstem Niveau, würde ich jetzt mal in den Raum schmeißen. Voll. Und ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, da ist eine Freundin von mir gestartet. Schöne Grüße da an Ronja. Ruchinski. Und die hat ja dann auch ein paar Freunde dabei, die vielleicht nicht ganz so krass Bodybuilding-affin waren, aber selbst die fanden das einfach eine coole Show. Also klar, es ist 100% Bodybuilding, aber so als Außenstehender, wenn man sich nicht mit der Materie auskennt, das mal live gesehen zu haben, auch mega geil. Sich nochmal Backstage mit den ganzen Leuten zu connecten, man ist ja da in der Bubble, finde ich auch immer ganz nice, so ein Bodybuilding-Wochenende zu haben, ja, sich da auszutauschen, da Leute zu treffen mal wieder, ne, ist wie so ein Klassentreffen, sag ich jetzt mal, unter den Leuten wieder. Ich freue mich dann auch für dich, dass du endlich das Paket bringen kannst, was du dir die letzten Wochen, Monate erarbeitet hast, ja, wenn nicht sogar Jahre, weil das wollte ich eigentlich vorher, also nach der Season eigentlich einwerfen, aber egal wie das Placing ausgeht, ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass Rocky da mit einem Sieg nach Hause geht, ja. Würde ich jetzt als Außenstehender sagen, ich versuche das sehr objektiv zu bewerten, aber Rocky hat da schon sehr gute Karten, oben mitzuspielen, ich sag's mal so. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, falls das wirklich eintreffen sollte, dass Rocky da den Sieg mit nach Hause, mit nach Berghain nimmt, dass er es definitiv verdient hat. Nicht so, weil er die Diät durchgezogen hat wie jeder andere, sondern weil er, glaube ich, von den Startern, würde ich jetzt mal sagen, doch schon über Jahre sich das dann erarbeitet hat, ja. Also ich würde sagen, er ist einer der wenigsten, wenn nicht der, wirklich der Einzige, der konstant über die Jahre hinweg das immer probiert hat, immer angegriffen hat, ja. Und dann irgendwann mal Showtime ist. So war es ja früher oder so ist es ja im Bodybuilding, dass du dir erstmal so deinen Status erkämpfen muss. Ich glaube, viele sind noch davon geblendet, dass die ein Jahr starten, vielleicht eine gute Form präsentieren, keine Frage, aber vielleicht mal einen Lucky Punch haben mit der Konkurrenz, mit der Show etc. Sowas gibt es immer, ja. Und dann, ja, ein gutes Placing, eine Pro-Card etc. Erworben haben. Aber Rocky ist ja, glaube ich, wann war der allererste Wettkampf? 2018. 2018, jetzt 5 Jahre und 3 Seasons, beziehungsweise jetzt die 4. Ne?
vierte Season in Angriff genommen, also konstant wieder wirklich am Ball bleiben. Es gibt ja Leute, die starten einmal oder starten dann ihr Comeback und dann hast du die nicht gesehen, aber dass man halt über die Jahre hinweg immer wieder angreift, das ist schon ja respektabel einfach und damit hast du dir das dann auch, würde ich sagen, verdient, ne? Ich glaube, du weißt, was ich meine, weil es gibt ja Leute, die wirklich, die kämpfen dann Jahr für Jahr für diesen einen Titel, für diesen Win, ne? Ist nichts anderes als wie auf der Olympia, ja, dass man sich von Jahr zu Jahr immer verbessert, immer langsam hocharbeitet, ne? Und irgendwann dann hoffentlich das große Ziel erreicht, da mal einen Sieg oder den ersten Platz mit nach Hause zu holen. Und dann nochmal Respekt an Rocky, der da wirklich Jahr für Jahr dranbleibt. Ne? Weil ich kenne auch so viele, die setzen das nach dem ersten Mal vielleicht in den Sand oder sind da nicht konstant in dem, was sie tun. Und da hat Rocky das einfach gut vorgelebt und es wäre dann definitiv verdient, wenn da die Form, dass die Präsentation an dem Tag sitzt und da ein Sieg eingefahren wird. Safe. Ja, danke erstmal für das ganze Lob. So habe ich das ja noch gar nicht gedacht, dass diese Konstanz ja dann vielleicht auch mal irgendwann wertgeschätzt wird. Klingt auf den ersten Blick plausibel. Nur ich glaube, dass das halt auf der Bühne dann niemanden interessiert, ne? Weil ich glaube, nicht viele wissen auch, dass ich halt schon oft gestartet bin und so, sollen die auch gar nicht. Ne? Das ist ja, es kommt immer nur darauf an, wer an dem Tag am krassesten aussieht und selbst der härteste vielleicht oder der krasseste, der wird vielleicht auch nicht gewinnen, weil das immer noch ein subjektiver Sport ist und eine Jury dann vielleicht sich uneinig ist oder den anderen vielleicht ein bisschen gerne, ein bisschen lieber auf den ersten sieht als den anderen. Und davon muss man sich einfach lösen, auch wenn es schwer ist, auch wenn ich ein verdammt ehrgeiziger Typ bin. Das muss einem bewusst sein. Und viele äußern auch, ey Rocky, du wirst bestimmt sowieso, also du wirst bestimmt gewinnen, du wirst krass abscheinen und so. Leute, nur weil man krass aussieht so, das heißt doch lange nichts. Es ist immer ein Riesenunterschied, ob du alleine irgendwo stehst oder wirklich neben Leuten, die alle richtig krass in Form sind, eine gute Muskelmasse haben und ich sag euch, da sind schon ein paar, die lauern. Also es wird auf jeden Fall nicht leicht. Ja. Und aber das ist auch geil. Ich glaube, da freust du dich auch. Das ja, ist geil, dass du dich mit richtig, genau, dich mit richtig guten da messen kannst und da ein richtig geiles Battle hast. Da freue ich mich auch für dich, dass du da ja, dich mit starken Leuten messen kannst, dich da einfach konkurrieren kannst und da eine geile Performance dann hinlegen kannst. Safe, weil am Ende des Tages willst du ja sagen, ey, das war ein krasser Wettkampf mit so krassen Leuten. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass der Arniel auch gestartet wäre. Es war ja im Raum, ne? Der ist ja letztes Jahr Zweiter geworden auf der Evo. Der macht ja jetzt auch eine Diät, aber nur für die WNBF. Aber ich hätte es echt gefeiert, wenn der auch gekommen wäre, weil der ist auch ein krasser Athlet, ist auch schon Profi. Neben dem hätte ich mich auch gerne gemessen. Aber naja, so ist das halt. Und wie gesagt, es wird geil. Ich freue mich enorm. Und Ziel ist jetzt natürlich, ein bisschen die Intensität runterzufahren, dem Körper die nötige Ruhe zu geben. Fülle ab Donnerstag dann reinzubekommen, Plan steht. Natürlich viele Dinge, die man auch machen muss. Leute, stellt euch das nicht so einfach vor. Farbe drauf und gib ihm. Nee, man muss planen, was man isst, wie viel man isst, in welchen Abständen man vielleicht isst. Wie ist das Wasser, wie ist das Salz? Da muss man sich rasieren, eventuell peelen. Du musst wissen, wie viele Farbschichten du drauf machst, wann du den Finisher machst, wann du dann quasi im Pump-Booster nimmst und so. Das sind so viele Dinge, Leute. Glaubt mir, deswegen haben halt viele auch einen Coach. Ich habe halt das Glück, dass es meine vierte Season ist und dass ich das auch jetzt schon bei einigen Athleten, die ich selbst auf die Bühne gestellt habe, dass ich die ganze Arbeit abnehme. Und das ist wirklich viel, viel Denkarbeit. Also stellt euch das mal nicht so leicht vor. Ihr steht nachher nur im Publikum oder schaut den kostenlosen Livestream übrigens. Und wird es geben auf dem Evo YouTube-Kanal. Boah, mit 8 Perspektiven und so. Das wird sehr, sehr krank, Leute. Genau, ihr schaut dann zu und seht dann quasi nur das Endergebnis. Aber jeden Schritt, den
oder jeder einzelne Tag, den jeder Athlet, der da oben steht, überlebt hat, jeden Struggle und so, davon, das ist alles vergessen. Glaub mir, in dem Moment ist das alles vergessen. Aber so ist das halt. Jeder geht diesen Weg für sich. Jeder hat seine Struggles. Und am Ende des Tages, jeder, der halt dann da oben steht, der kann stolz auf dich sein, unabhängig von der Platzierung. Wenn die Form passt, wenn alles stimmt, dann ja, freue ich mich da für jeden, der diese Chance hat, einfach hat, auf so einer großen Bühne zu stehen. Übrigens, ich glaube, ich bin so, also für die Leute, die den Livestream schauen, ich glaube, ich bin so um 7:15, also 19.15 Uhr dran, Men's Physique 1, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube schon, ja. Also da, damit ihr schon mal so einen groben Zeitplan habt, wann ihr den Stream, also schaut gerne den ganzen Tag an, weil das wird ein krasses Event, aber dann bin ich ungefähr dran, damit ihr so kalkulieren könnt. Hier. Also recht spät, ne? Tendenziell. Ja, aber ich hätte lieber früher, ne? Weil früher sieht man immer irgendwie geil aus, finde ich. Safe, safe, safe. Und da hast du noch was von der Show. Ja, ja, jetzt, also ich kann auch schon mal sagen, also auf der einen Seite ist es halt nice, als Athlet zu sein, da zu sein und auf der Bühne zu stehen, aber auf der anderen Seite hat man diese Events natürlich auch gerne, um sich halt mit den Leuten aus der Szene zu connecten, vielleicht mit ein paar Followern oder Abonnenten, die einen schon verfolgen, weil da kommen ja auch viele hin, sich da auszutauschen. Und wenn man dann in seinem Wettkampffilm ist, Leute, nimmt es mir nicht übel, aber vorher so wird wahrscheinlich schwer, jetzt ausgiebig mit allen zu quatschen, weil ich mich natürlich fokussieren muss. Ja, aber wir schauen mal, wie es einfach wird. Ne? Ich weiß, wir wissen ja noch gar nicht, wann wir anreisen. Du kommst ja Freitag zu mir und so. Freitag ist noch die Registration. Wollen wir auch nochmal nach Siegen fahren und fahre ich wieder zurück 1,5 Stunden. Oh, ja, Mann, müssen wir mal. Wir bequatschen das jetzt im Anschluss, ne, wie wir das machen. Jo, Leute, ich würde sagen, von meiner Seite war es das. 6 Monate Wettkampfvorbereitung neigen sich dem Ende und dann wird am Samstag der Startschuss fallen. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Ich freue mich auch über jeden, der da vor Ort sein wird. Wie gesagt, wenn es sich ergibt, tausche ich mich sehr, sehr gerne mit euch aus. Bevorzugt dann halt nach dem Wettkampf. Aber wenn, ja, wir müssen mal, wie gesagt, schauen. Ne? Vielen Dank für den ganzen Support bis hierhin. Und der nächste Podcast wird dann wahrscheinlich schon nach der Evo sein. Boah, jetzt kriege ich Gänsehaut, wenn ich sage, okay, der nächste Podcast ist nächste Woche und dann ist einfach schon alles passiert. Ja, Michael, krass. Deine abschließenden Worte. Ja, meine abschließenden Worte. Zieht weiter durch. Zieht so durch wie Rocky. Ja. Am Ende zahlt sich das immer aus, ja, wenn ihr am Ball bleibt, ja. Und ich werde mir jetzt genüsslich einen Shake machen. Einen schönen ISO Clear. Ne? Limited. Ja, der White Tea Flavor. Übrigens geil. Ne? Könnt ihr supporten mit Code Rocky bei Neosubs. und ja, save meine Gains. Leg mich dann noch hin. Oh, das war's für heute. Ich bin over and out. In dem Sinne. Peace. Peace.